Am 3. August erfolgte der offizielle Baubeginn für die Südumfahrung Pirnas. Der Bundestagsabgeordnete Klaus Bremich hat sich seit vielen Jahren für dieses Projekt eingesetzt. Herr Bremich, erlauben Sie mir, da ich noch mal ein bisschen recherchiert habe, diesen Baubeginn für die Ortsumgehung kann man ja vielleicht als um ein wenig verspätetes Geburtstagsgeschenk betrachten. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle nochmal. Gerade im Berufsverkehr und an den Wochenenden ist die B172 in Pirna total überlastet. Mit dem Bau der Ortsumfahrung wird mit einem Verkehrsrückgang in der Innenstadt von mehr als 40% gerechnet. Also ich glaube, ein großer Tag für die Stadt Pirna, für die Umgebung, für die Region, für den Tourismus. Und ich kämpfe ja hier schon für dieses und andere Projekte seit 1991. Und wir freuen uns, dass jetzt heute mit dem Spatenstich hier auch die Unumkehrbarkeit dieser Maßnahme realisiert ist. Und es ist toll, das Geld ist da. Das wird ja ein großes Projekt mit über 90 Millionen. Ich bin ein bisschen traurig, dass der Bundesminister leider kurzfristig absagen musste, Kollege Dobrindt. Aber das holen wir dann entsprechend nach. Da wird es ja weitere Bauabschnitte geben. Und gerade auch in der aktuellen Diskussion darf man eins nicht vergessen. Wir diskutieren um Lärm, wir diskutieren um Feinstaub, wir diskutieren um die verschiedenen Schadstoffe, Emissionen. Und durch diese Baumaßnahme erreicht man so viel positive Wirkung, die man durch mechanische und technische Dinge einem Automobil gar nicht erreichen kann. Und dasselbe hätte ich mir natürlich auch in Stuttgart gewünscht, wo vor allem die Grünen seit über 40 Jahren jede Straßenmaßnahme, Tunnelmaßnahme vehement verhindern. Und das ist das A und O, kurze Wege für die Straßen, damit man dann den Verkehr auch realisieren kann. Übrigens gilt das natürlich auch, selbst wenn ein Elektroauto hier auf diesen Straßen fährt, kann natürlich auch Stau entstehen. Das heißt also, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen für uns alle ein großer Tag. Und persönlich freue ich mich sehr, dass das heute gelingt, diesen Spatenstich zu machen und in den nächsten 2-3 Jahren hier fertig zu sein. Eins dürfen wir nicht vergessen, das werden Ingenieurbauwerke vom Feinsten sein. Ich habe das, glaube ich, schon mal vor längerer Zeit gesagt. Da werden wir uns dann mit dem Brückenbauwerk, vor allem über die Gottleuba, nicht verstecken müssen zu der Baumaßnahme, die auch in Tirol ist, die sogenannte Europabrücke. Also das wird dann auch ein Highlight sein für die Ingenieurtechnik und für die, für die Landschaftsästhetik, wie man hier versucht, moderne Straßen zu bauen. Bis 2022 soll der 3,8 Kilometer lange Abschnitt fertiggestellt werden. Er führt vom Autobahnzubringer bis hinter Sonnenstein. Gerade für die Touristen stellt es eine deutliche Erleichterung dar. Naja, das ergibt sich ganz einfach aus der Situation heraus. Die Maßnahme wird dann in den nächsten 2,5-3 Jahren fertig sein. Das heißt also, der Dresdner Tourist, Bustouristen, die Zeit wird ja auch immer für die Veranstalter in kürzeren Zeitfenster, ist natürlich ruckzuck an der Festung Königstein, ist auch in der hintersächsischen Schweiz. Das bedingt übrigens auch, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir den Verkehr dann ab Pirna in die hintersächsische Schweiz ordentlich organisieren, was nicht ganz einfach ist, mit Auffangparkplätzen, mit Leitsystem. Denn es wird natürlich logischerweise dann auch mehr Verkehr da sein, weil der eine oder andere sich das auch entscheidet, dann zu kommen. Wir müssen das rechtselbisch mitmanagen. Also da haben wir die nächsten 2-3 Jahre Zeit, um das zu organisieren. Aber ich denke, das wird uns gelingen, weil ja auch zeitgleich zum Beispiel an touristischen Einrichtungen wie der Festung Königstein auch bauliche Maßnahmen für den ruhenden Verkehr, für den Verkehr, der gesammelt wird, dort entsteht. Und das passt auch alles zusammen. Da bin ich für die Zukunft sehr zuversichtlich, dass wir da auch weiterhin als Region attraktiv bleiben und natürlich auch weitere Gäste animieren, zu uns zu kommen und hier Geld zu hinterlassen. Und für die Unternehmer, denke ich, ist das gut. Sie haben Umsätze, sie können Beschäftigte einstellen, sie können eine Staatssteuern zahlen. Also das ist so ein kleiner Kreislauf, der heute hier damit wieder auf den Weg gebracht wird. Rund 98 Millionen Euro soll diese Ortsumgehung kosten. Sie besteht unter anderem aus der Brücke über das Gottleubertal, den Kohlebergtunnel sowie Brücken über die Seidewitz und die S173.